Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute wieder mit einem für den einen oder für den anderen oder für die andere wichtigen und interessanten Thema. Und zwar, ich bekomme immer wieder die gleiche Anfrage zum Thema Bauchhaut, Bauchdecke. Und zwar von Menschen, die entweder gerade in einer Reduktionsphase stecken, die gerade ihr Körpergewicht reduzieren, oder Menschen, die ihr Körpergewicht reduziert haben, oder von Frauen, die nach der Schwangerschaft über zu viel Bauchhaut klagen. Und dazu habe ich für euch folgende Infos. Ausschlaggebend, wie weit die Bauchhaut negativ beeinträchtigt ist, ist ganz klar der Umfang, den wir haben. Haben wir jetzt einen Menschen natürlich mit einem sehr hohen Übergewicht und natürlich das Gewicht hauptsächlich im abdominalen Bereich, im Bauchbereich, und hier werden 30, 40 Kilo reduziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ein Anteil der Bauchhaut übrig bleibt, beziehungsweise der Bauchhaut, sondern dass die Bauchhaut eben sich nicht komplett zurückbildet. Also einmal ist es ausschlaggebend, welchen Umfang man gehabt hat. Nummer 1, natürlich ganz klar, die Bindegewebebeschaffenheit, wobei man sagen muss, ab einem gewissen Übermaß an Bauchumfang ist die Beschaffenheit des Bindegewebes zweitrangig. Da wird wohl sicherlich zum Schluss eine Beeinträchtigung übrig bleiben. Und dann ist es auch abhängig davon, wie schnell reduziert man sein Körpergewicht. Da erlebe ich sehr oft, dass viele Menschen durch Radikalmaßnahmen innerhalb von kürzester Zeit maximale Mengen an Depotfett verlieren. Und da führt es natürlich dazu, dass die Bauchhaut auf jeden Fall anfänglich sowieso viel zu groß ist. Dann gibt es nochmal den Fall der Schwangerschaft, Frauen nach der Schwangerschaft. Auch hier ist es ganz klar, dass natürlich wieder ausschlaggebend ist, wie ist die Bauchhaut beschaffen, wie wurde die Bauchhaut behandelt, wurde sie schön eingeölt, wurde Rücksicht genommen oder es wurde nicht geölt und es wurde auch keine Rücksicht genommen auf die Gewichtszunahme. In der Regel sollte eine Frau in der Schwangerschaft im Durchschnitt 12 Kilo zunehmen, circa. Im Durchschnitt ist aber so, da gibt es glaube ich eine Studie, was Frauen zunehmen. Das ist zum Teil, glaube ich, durchschnittlich über 18 Kilo. Ich hatte natürlich auch schon Beratungen hier, wo das Körpergewicht 25 bis 30 Kilo im Ursprungsgewicht war. Und da entsteht natürlich ein Problem. Bei 12 Kilo Gewichtszunahme im Durchschnitt entsteht in der Regel kein Problem, habe ich bis dato noch nicht erlebt. Meistens dann eben einfach der Umfang, der Bauchumfang viel zu groß war. Leider ist es auch so, dass natürlich viele Damen in der Schwangerschaftsphase oftmals ein Stück weit zu viel essen, durch die Hormonumstrukturierung auch sehr stark Süßigkeiten essen. Und das führt in der Regel natürlich genau dorthin, wo es nicht hinführen sollte, dass der Durchschnitt, der Umfang des Bauches überdurchschnittlich groß ausfällt. In der Schwangerschaft braucht man im Durchschnitt so circa 400 bis 500 Kalorien in gesunder Form mehr, also nicht in Form von Süßigkeiten, nicht in Form von Kuchen, sondern in Form von gesunder Ernährung. Klar warum? Weil das Kind, das heranwächst, natürlich über die Bauchschnabelschnur genau mit den Nährstoffen verbunden ist, die die Frau, die schwangere Frau zuführt, und auch da ist es natürlich ein Vorteil, wenn das Kind direkt schon im Bauch der Mama mit den besten Nährstoffen versorgt sind, und das ist kein Nutella, keine süße Stückchen und natürlich auch kein Eis. So, das wäre es glaube ich schon. Ich denke, die meisten haben das jetzt auch schon verstanden. Ausschlaggebend ist der Bauchumfang, wie groß ist der, klar auch ein Anteil Beschaffenheit der Haut, des Bindegewebes. Und natürlich klar auch der Zeitfaktor, wann ich was abnehme. Noch was ein Hinweis, ich habe immer wieder dann die Bemerkung von dem einen oder anderen, der sagt, ja, wenn ich aber dann Kraftsport betreibe und ich Muskeln aufbaue, dann kann ich ja diese Haut wieder füllen. In der Regel ist es nicht möglich, 20, 15, 20, 25, 30 bis 40 Zentimeter, was für ein Bauchumfang da war, mit Muskelmasse aufzufüllen. Also das ist nicht möglich. Also ich habe es bis dato nicht erlebt, weil sonst wäre es ja auch so, sonst wird man mit so einem Bauchmuskel rumrennen. Das funktioniert nicht. Man muss halt dann letztendlich entscheiden, wenn es soweit ist, man ist eben bei seinem idealen Wohlgefühlgewicht angelangt, muss man entscheiden, wie man verfährt.
Der eine sagt, naja, ich kann damit leben. Der andere sagt, nee, ist für mich nicht möglich, damit zu leben. Dann gibt es natürlich Möglichkeit, eben operativ einzugreifen. Aber dazu muss man abwarten bis ganz zum Schluss. Man kann es nie im Vorfeld bestimmen, inwieweit die Bauchhaut dann eben optisch rüberkommt. Das war's, Andreas Liebacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute mal zum spannenden Thema, was mache ich mit meiner Bauchhaut? Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach abonnieren. Und regelmäßig habt ihr Mr. T im Haus.